Die Business-Fragen OG hat im Rahmen des Jahresabschlusses eine Abgrenzung der Versicherungsprämie in Höhe von 4.000 Euro vorgenommen. Lösen Sie diese auf. Ja, wie die Angabe uns schon verrät, haben wir im letzten Jahr im Rahmen der Abschlussarbeiten eine Rechnungsabgrenzung für die Versicherungsprämie in Höhe von 4.000 Euro vorgenommen. Das heißt, im letzten Jahr haben wir um 4.000 Euro zu viel Versicherungsprämie bezahlt, beziehungsweise nicht zu viel bezahlt, aber vorausbezahlt für das heurige Jahr. Und jetzt müssen wir diese 4.000 Euro im heurigen Jahr als Prämie reinbekommen wieder. Und das machen wir ganz einfach, indem wir die aktive Rechnungsabgrenzung ausbuchen. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal das Konto aktive Rechnungsabgrenzung und darüber hinaus handelt es sich hier um eine Versicherungsprämie, also um einen Versicherungsaufwand und hier müssen wir diesen wieder einbuchen. Und beim Konto Versicherungsaufwand handelt es sich um ein Aufwandskonto, weil es stellt ja für uns eine Gewinnminderung dar, sozusagen diese Bezahlung der Versicherungsprämie. Und auf der anderen Seite haben wir eine aktive Rechnungsabgrenzung, welche wir in der Aktiva einer Bilanz finden, weshalb hier eben von einem aktiven Bestandskonto bzw. von einem Aktivkonto gesprochen werden kann bzw. muss. Sehen wir uns dann im nächsten Schritt noch an, ob es sich hierbei jeweils um eine Vermehrung oder eine Verminderung handelt. Der Versicherungsaufwand muss ja neu eingebucht werden, weil der wurde bisher ja nur zwischengeparkt, aber nicht gebucht im Rahmen der Rechnungsabgrenzung. Und im heurigen Jahr darf dieser Aufwand auch geltend gemacht werden, weshalb es sich hierbei um eine Vermehrung des Versicherungsaufwandes oder des Aufwandskontos handelt. Und die Rechnungsabgrenzung wurde ja auf der Aktivseite am 31.12. verbucht und das müssen wir jetzt wieder korrigieren und auf Null stellen, weil es wurde ja jetzt auf dem oder wird ja jetzt auf dem Versicherungsaufwand eingebucht und dementsprechend wird das Aktivkonto, aktive Rechnungsabgrenzung weniger. Und eine Vermehrung des Aufwandskontos wird immer im Soll gebucht und eine Verminderung eines Aktivkontos wird immer im Haben gebucht. Und auch an dieser Stelle brauchen wir keine Berechnung vornehmen, da ja die vollständige aktive Rechnungsabgrenzung auf Null gestellt werden muss und dementsprechend können wir genau den Betrag von 4.000 Euro übernehmen und den für unseren Buchungssatz verwenden. Und dementsprechend lautet dann der Buchungssatz Versicherungsaufwand mit 4.000 Euro an aktive Rechnungsabgrenzung ebenfalls mit 4.000 Euro. Sehen wir uns das Ganze jetzt abschließend auch noch im T-Konto an. So sehen wir hier in der aktiven beim Konto aktiven Rechnungsabgrenzung, dass wir einen Anfangsbestand von 4.000 Euro haben. Und diesen Anfangsbestand gilt es jetzt auszubuchen und eben auf das Konto Versicherungsaufwand umzubuchen. Und dementsprechend müssen wir eben diesen Versicherungsaufwand im Haben buchen, die aktive Rechnungsabgrenzung im Haben buchen und im Soll den Versicherungsaufwand darstellen. Und somit ergibt sich dann eine aktive Rechnungsabgrenzung von einer Differenz von 0. Das heißt, wenn Sie das jetzt abschließen würden, dann wäre dieses Konto wieder auf 0 gestellt und wenn Sie dieses abschließen würden, dann wäre gegen das G&V-Konto, so hätten wir eine Reduzierung unseres Gewinnes von 4.000 Euro.